Ja, servus und willkommen bei Let's Push. Ich bin der Karin und Leute, ich habe was extrem Geiles für euch vorbereitet. Haben auch passende Kinderfahrradreifen besorgt. Aber ihr wisst eh schon, was das Ganze wird. Deshalb, wie immer, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen sofort nach dem Intro los. So Leute, ich habe ein paar Sachen organisiert. Natürlich dürfen bei diesem Projekt hier diese Fahrradreifen nicht fehlen. Die habe ich eigentlich mehr oder weniger kostenlos ergattert. Das Ganze war ein altes Kinderfahrrad, das entsorgt werden sollte. Die Reifen sind vollkommen in Ordnung, die habe ich noch retten können. Weiter habe ich hier zwei Platten Leimholzbuche, 18 mm. Wo ich der Hoffnung bin, dass das Ganze stabil genug ist. Natürlich werden wir auch einen Härtetest machen mit dem Ganzen. Ich überlege nur kurz, wie ich jetzt am besten anfangen soll. Ich habe dabei noch absolut gar keinen Plan. Wie immer, ihr wisst es, ihr kennt mittlerweile meine Vorgehensweise. Es ergibt sich alles mehr oder weniger von selbst. Ähnlich wie bei meinem letzten Video werde ich es jetzt so machen, dass ich einfach anfange zu arbeiten und immer wieder dazwischen pausieren werde und versuche zu erklären, was ich da jetzt gemacht habe, warum ich es gemacht habe. Einfach aus dem Grund, falls Fragen auftauchen sollten, die damit beantwortet werden, damit ihr einfach nachvollziehen könnt, was ich da jetzt eigentlich mache. Das, glaube ich, wird am besten so sein. Deshalb, ich lege einfach mal los und dann schauen wir, wo das Ganze hinführt. Höchste Zeit, dass ich wieder ein paar Worte zu dem Ganzen sage, was ich bis jetzt gemacht habe. Stückchen Pappe, Karton, kann man nennen, wie wir es wollen, haben wir hier diese zwei Formen erstellt. Die habe ich auf die Platten natürlich übertragen, was ich gemacht habe. Eines der Teile habe ich ziemlich genau nach der Linie mit der Stichsäge ausgeschnitten, das eine etwas größer. Was hat das Ganze für einen Sinn gehabt? Ihr werdet es natürlich ahnen, das Ganze, dass ich dann mit der Frässchablone die zweite dann genau ident mit der ersten bringe. Dabei ist mir leider Gottes ein Missgeschick passiert. Ein Stückchen hier bei der größeren Platte hat sich verabschiedet, und zwar beim Fräsen hat es weggeschleudert. Meine Lösung spontan für das Ganze war, dass ich hier einen geraden Schnitt mache. Ist zwar nicht mehr die ursprüngliche Form, die ich gehabt habe, aber mein Gott, es ist jetzt wie es ist, ich mach weiter. Jetzt überlege ich nur noch, was wir als nächstes machen. Ich werde jetzt dann schauen, dass ich dann die ganzen Löcher, wo die Reifen befestigt werden müssen, dass ich die schon vorbereiten tue. Genau, dann schauen wir weiter. Das Ganze muss ja auch irgendwie miteinander verbunden werden. Nur, dass ihr jetzt ungefähr eine Vorstellung habt, wie das Ganze aussehen soll. Jetzt muss ich selber kurz schauen, wo was war. Genau. So wird das dann miteinander verbunden werden. Ich halte es mal mit einer Hand fest. Hier und hier kommen die Reifen und da oben ist geplant der Lenker. Dann muss ich mal noch, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, irgendwie muss das Ganze ja auch zum Lenken sein. Das heißt, da muss ich mir auch noch was überlegen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich mache wieder mal ein Stückchen und dann erkläre ich wieder, wie immer. Let's go!
Es ist einmal allerhöchste Zeit, dass ich dann doch einmal dazwischen rede, weil ich habe dann doch einiges weitergemacht. Zu einem, alle vier Teile sind von mir beidseitig abgerundet worden, habt ihr gesehen. Außerdem habe ich die Löcher schon vorbereitet, wo die Reifen reinkommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Habe ich zuerst ein größeres Loch gemacht, damit die Mutter ihren Platz drin findet und dann ein kleineres, ein Zehnerloch, damit die Gewindestange nur rausschaut. Die ganzen Löcher hier, die ich gemacht habe, die sind überall drin. Die haben absolut keine Funktion, die dienen einfach nur dem optischen Zweck. Das Ganze soll ja auch ein bisschen schön ausschauen. Ne? Außerdem habe ich so einen Block gemacht, das werdet ihr noch sehen, wofür der ist, der ist wichtig. Kurz überlegen, was ich noch alles gemacht habe. Ne, im Prinzip war es das. Ich zeige euch trotzdem einmal, wozu dieser Block da ist. Und zwar, dieser Block wird die Verbindung zwischen dem Teil und diesem Teil hier. Ich überlege noch kurz, das halte ich verkehrt um. So wird das Ganze sein. Das kommt genau dazwischen rein. Auf der Seite wird es wirklich bombenfest angeschraubt. Natürlich auf der anderen auch. Allerdings zusätzlich kommt hier auch noch die Lenkung rein. Das heißt, das Ganze muss sich ja auch irgendwie drehen können. Aber jetzt einen kleinen Denkfehler, aber das kriegen wir schon hin. So, ich überlege jetzt nur kurz, wie ich weitermache. Theoretisch kann man das Ganze schon mal fein abschleifen. Das Einzige, was mir theoretisch noch fehlt, ist die Konstruktion für die Lenkung. Ich fange einfach mal an zum Schleifen von dem Ganzen und überlege währenddessen, wie ich die Lenkung montieren werde. Ich habe mir jetzt einmal überlegt, wegen der Lenkung, wie ich das am besten machen könnte. Das ist jetzt meine Idee, ich zeige es euch einmal, nur damit ihr wisst, was ich da jetzt eigentlich vorhabe. Ich habe ja hier diesen Block gehabt, der kommt ja hier dazwischen, der wird hier angeschraubt, dann kommt ja auf einer Seite die Lenkung, da kommen dann diese zwei Klötze ins Spiel, die werden hier unten und oben angebracht und hier dazwischen habe ich ja ein Loch gemacht, kommt ein Gewinde durch, was nur bei den Klötzen quasi fest angeschraubt wird und kann sich dann drehen. Ich hoffe, man versteht es, das ist eigentlich nichts Kompliziertes dabei, ganz einfaches Mechanismus. Wenn ihr sowas macht, nehmt auf jeden Fall ein stärkeres Gewinde, als was ich da habe. Ich nehme jetzt das hier, was ich habe, das ist leider Gottes 8 mm Gewinde. Besser wäre es 10, 12 oder aufwärts. Übertreiben braucht man es nicht, aber auf jeden Fall stärker als 8, da würde ich schon nehmen. Allerdings, das Gewicht haltet ja nicht wirklich an der Gewindestange, es ist nur für die Lenkung da. Das ist jetzt der Plan, das werde ich jetzt genau so machen. Und dann überlege ich mir nur noch, wie ich den Sitz montiere, beziehungsweise wie ich überhaupt den Sitz baue. Und wenn es einmal soweit ist, zerlege ich einmal alles in Einzelteile, schleife. Es werden auch ein, zwei Teile werden lackiert. Und wenn nicht alles schief gegangen ist, baue ich es zusammen und wir sind fertig. Ja, soweit der Plan. Ich mache wieder mal was. Let's go.